Schaut mal, ein Gebet ist wertvoller als die Dunya und was in ihr ist. Ein Gebet. Ja, ich gehe so weit, Hadith Aisha radiallahu anha bei Imam Muslim, als sie den Propheten sallallahu alaihi wasallam sagen hörte, dass er sagte, Rak'ata Salatil Fajr, khayrun min ad-dunya wa ma fiha. Das Gebet, das Sunna-Gebet vor Fajr ist besser als die Dunya und was in ihr ist. Allahu Akbar. Und wie viele lassen dieses Gebet? Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das sogar relativ schnell. Und nur das Sunna-Gebet vor dem Fajr machst, so ist das gewaltiger im Lohn für dich als die Dunya und was in ihr ist. Wie viele Leute stehen auf um 3 Uhr, um 4 Uhr, um 5 Uhr zur Arbeit ohne Probleme, aber du siehst sie nicht beten. Und dieser Ärmste, er verdient etwas von der Dunya. Du, der du das Sunna-Gebet, nur das Sunna-Gebet gemacht hast, du hast die gesamte Dunya verdient, um was in ihr ist.